Der Bosch City Moor 18 ist ein kabelloser Rasenmäher mit drei Schnitthöhen von 30 bis 60 mm, einer Schnittbreite von 32 cm und einem 31 Liter fassenden Grasfarmkorb. Dieser Mäher wird mit einem 4 Amperestunden 18 Volt Akku geliefert, der in etwa 95 Minuten aufgeladen ist und ist für eine Rasenfläche von bis zu 300 Quadratmeter ausgelegt. Der Bosch City Moor 18 ist einer der schlichtesten Rasenmäher der Marke und eignet sich ideal für diejenigen, die einfache Mäharbeiten erledigen wollen. Wenn du nach einem Gerät mit viel Schnickschnack suchst, dann ist dies nicht das richtige Gerät für dich. Wenn du allerdings einen Rasenmäher möchtest, der schnell und effizient deinen Rasen mäht, solltest du dir den City Moor 18 genauer ansehen. Er ist zwar nicht mit vielen Funktionen ausgestattet, bietet aber eine hervorragende Leistung und dank seiner Ergoflex-Griffe einen hohen Bedienungskomfort. Es gibt ein paar Dinge, die dich beim Mähen etwas einschränken könnten, wie zum Beispiel die geringere Anzahl von Schnitthöhen und die fehlende Mulchfunktion, aber insgesamt sind wir sicher, dass du mit diesem schnörkellosen Rasenmäher sehr zufrieden sein wirst. Alle anderen Mäher von Bosch arbeiten mit einer höheren Spannung, der City Moor 18 ist der einzige, der mit einem 18-Volt-Akku arbeitet. Dies hat jedoch den Vorteil, dass er mit vielen anderen 18-Volt-Werkzeugen der Marke kompatibel ist. Dazu gehören Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, aber auch andere Gartengeräte wie zum Beispiel Heckenscheren. Das Gerät wird normalerweise mit einem 4 Amperestunden 18-Volt-Akku und einem Standard-Ladegerät geliefert, aber es besteht auch die Möglichkeit, den City Moor ohne Akku und Ladegerät zu kaufen. Man kann nicht oft genug betonen, dass dieser Rasenmäher, obwohl er ein sehr einfaches Modell ist, in Sachen Leistung keine Abstriche macht. Der Bosch City Moor 18 ist mit Rasenkämmen ausgestattet, die das Gras anheben und in die Klingenbahn leiten, sodass du problemlos bis an die Rasenkante schneiden kannst. Wenn du viele Zäune, Mauern oder andere Objekte im Garten hast, ist diese Funktion einfach genial. Darüber hinaus ist der Mäher leicht und einfach zu handhaben, er gleitet im wahrsten Sinne des Wortes im Handumdrehen über den Rasen, sodass du deine Arbeit schnell erledigt hast. Wie bereits erwähnt, handelt es sich um ein einfacheres Modell von Bosch. Der City Moor 18 verfügt deshalb auch nur über die kleinste Messergröße von 32 cm. Das ist perfekt, wenn du eine kleinere Rasenfläche von bis zu 300 Quadratmetern besitzt, die du sauber und ordentlich halten möchtest. Eine der herausragenden Eigenschaften eines Bosch-Rasenmähers ist, dass er auf Benutzerkomfort ausgelegt ist. Dies wird deutlich, wenn man einen Blick auf den Ergoflex-Griff wirft, der bei diesem und anderen Mähern des Sortiments zum Standard gehört. Ergoflex erleichtert die Steuerung des Mähers ungemein, mit vier Drucktasten rund um den Griff, von denen immer nur zwei betätigt werden müssen. Wenn du um Ecken oder schwierige Kurven fährst, lässt sich das Gerät so viel einfacher steuern. Zahlreiche aktuelle Mäher verfügen über die Möglichkeit, einen Mulchansatz zu installieren, was beim City Moor 18 allerdings nicht vorgesehen ist. Andere Mäher von Bosch, wie zum Beispiel der Advanced Rotak, werden zwar nicht mit einem Mulchansatz geliefert, aber es besteht die Möglichkeit, einen solchen separat zu kaufen. Beim City Moor ist das nicht der Fall, er mäht nur mit dem Schneider- und Auffangsystem. Als unkomplizierter Rasenmäher erwartet man vom City Moor 18 keine übermäßig aufregenden Schnitthöhen, aber die Tatsache, dass er nur drei Schnitthöhen zur Auswahl hat, ist doch etwas wenig, aber dank der Einhebelverstellung ist es ein Kinderspiel, sie zu ändern. Das ist ein großes Plus für alle, die den Garten schnell in Schuss bringen wollen. Der Bosch City Moor 18 ist mit einem 31 Liter fassenden Grasfangkorb ausgerüstet, der für kleinere Rasenflächen, für die er konzipiert ist, mehr als ausreichend ist. Es handelt sich um eine solide Grasauffangbox, die Vorteile aber auch Nachteile hat. Zum Beispiel bedeutet die feste Bauweise dieses Grasformbehälters, dass er im Vergleich zu Gewebesäcken viel haltbarer ist. Da er jedoch nicht in zwei Hälften geteilt werden kann, wie zum Beispiel der Grasfangkorb des Easy Rotak, benötigt man auch mehr Stauraum. Dieses Gerät zeichnet sich unter anderem durch sein geringes Gewicht aus, denn Akku-Rasenmäher sind in der Regel leichter als herkömmliche Benzinrasenmäher. Der City Moor 18 wiegt nur 9,4 Kilogramm und ist damit ideal für alle, die mit einem schwereren Rasenmäher nicht zurechtkommen. Hinzu kommt, dass dieser Mäher extrem einfach zusammenzubauen ist, so dass er im Handumdrehen einsatzbereit ist.
solltest du den CityMoor 18 kaufen? Wenn du einen Rasenmäher mit vielen Extras suchst, dann ist dies nicht das richtige Gerät für dich. Vielleicht ist der Advanced Rotak mit seinen vielen beeindruckenden Funktionen die bessere Wahl, denn er bietet alles, was man von einem Rasenmäher erwarten kann. Für diejenigen, die ein einfaches und leicht zu bedienendes Gerät ohne viel Aufheben suchen, ist der CityMoor 18 jedoch eine hervorragende Wahl. Dieser Rasenmäher kann sofort nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden und ist sofort einsatzbereit. Er schneidet kleinere Rasenflächen sauber und akkurat, und wenn dein Garten eingezäunt oder ummauert ist, sorgt die Funktion Mähen bis zur Kante dafür, dass nach dem Mähen nur noch wenig Arbeit anfällt, was dir viel Zeit spart. Bosch hat eine große Auswahl an Rasenmähern, die alle Bedürfnisse abdecken. Der CityMoor 18 ist ideal für kleinere Gärten mit begrenzten Anforderungen. Er ist eine großartige Wahl für Leute, die einen Rasenmäher suchen, den sie einfach aus dem Schuppen holen und mit der Arbeit beginnen können. Der Mäher verfügt nicht über die beeindruckendsten Funktionen, aber davon solltest du dich nicht abschrecken lassen, denn was er kann, das kann er hervorragend. Bei Amazon erreicht der Bosch CityMoor 18 eine Kundenzufriedenheit von 4,5 von 5 möglichen Sternen bei knapp 3.300 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 220 Euro für Neuware. Warehouse-Deals sind etwa 20 Euro günstiger. Falls du nicht weißt, was Warehouse-Deals sind, kannst du es in der Videobeschreibung lesen. Das war's mit unserem Video über den Bosch CityMoor 18 Akku-Rasenmäher. Noch einmal zur Erinnerung. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf die angegebenen Links unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast, und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung, den CityMoor 18 zu kaufen, helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum CityMoor 18 von Bosch haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust.